Guten Tag, meine Leute, hier ist der Guzua wieder am Start und wir sehen uns jetzt mal wieder ein paar coole Angriffe an. Hier ist richtig was zu holen, mal schauen, wie das was wird, aber ich denke mal, wenn ich die Base so sehe, sollte das eigentlich ganz easy sein. Und ich meine, der Loot, ganz ehrlich, da kann man auch mal sich das Bartsch gönnen. Auf jeden Fall sei es dem Gomwaffel definitiv gegönnt, dass er da hoffentlich so ein Loot nach Hause fährt. Hier, klar, es ist halt nicht einfach nur so in den Minen und Sammlern gewesen, sondern halt eben auch in den Lagern. Das ist natürlich mega geil, dieser Loot. Auf jeden Fall schön mit dem King und der Queen halt wirklich nochmal zusätzlich reingeballert. Also die machen dann halt echt nochmal einen riesigen Unterschied, weil die halt eben defmäßig dann doch ein bisschen mehr abkönnen. Besonders halt der King, ganz klar. Der kann da richtig was reißen. Und das dann wirklich in Kombi ist einfach ein Traum. Einfach nur ein Traum. Sogar noch schön 100% gemacht. Richtig, richtig nice. Richtig cooler Loot auf jeden Fall. Daniel probiert hier auf jeden Fall nachzulegen und hat alles richtig schön in Minen und Sammlern. Also hier ist, was soll man sagen, nicht das Gegenteil. Aber hier ist auf jeden Fall einfacher, den kompletten Loot zu holen. Wirklich einfach nur, wenn ihr euch das mal anguckt, hier einfach mal richtig schön randvoll, rappelzappelvoll. Richtig cool. In Verbindung mit Riesen hier total easy Sache. Braucht er, glaube ich, eigentlich nicht mal alle Truppen. Das geht total easy hier. Da ist noch eine. Die ist noch ein bisschen schwieriger, aber die knackt er garantiert auch. Zack. Die Queen reißt es. Die Queen reißt es wieder mal. Oh, verloren. Egal, bei dem Loot läuft's. Der Auswahlchef haut wieder raus und ich weiß es, dass er schon mal in einem Video drin war und richtig gut abgeliefert hat. Hier haben wir tote Base, soweit komplett tot. Also X-Bows sind natürlich richtig, richtig geil. Wir haben 11 Dragos Level 4 und wir haben eine Queen. Also ich würde mal sagen, das ist richtig spaßig und ich würde sagen, wenn du es gut anstellst, holst du den gesamten Loot. Guck mal da, da, Hauptaugenmerk so. Das sind die Sachen, die am weitesten drin sind in der Base. Also ich denke mal, das sollte ganz easy gehen. Ganz easy Geschichte. Und nicht irgendwie gespammt, sondern wirklich nur an den Stellen gedroppt, wo er halt sagt, gut, okay, komm, da ist es halt wirklich wichtig. Mal schauen mal, hier würde ich mal noch einen droppen oder halt die Queen. Nee, die Queen hast du da schon am Start, genau. Dann hier halt wirklich ganz wichtig. Ja, schade, da hast du. Ja, genau, jetzt läuft's. Juhu. Und den, ja, das wird dann halt nichts, aber so ist es halt. So ist halt Leben. Den Rage hätte ich gar nicht mehr rausgeballert. Passt aber auf jeden Fall. Cooler Loot auf jeden Fall. Läuft. Energy schreibt, Rache ist süß. Dann gehe ich mal davon aus, dass er von dem vorher mal angegriffen wurde. Ist ja die perfekte Queen Walk Base, muss man ja einfach mal sagen. Auch relativ vom Level her relativ klein gehalten. Also das ist hier nicht wirklich doll. Das ist eigentlich Rathaus 8 Niveau auf jeden Fall. Also Maxed Rathaus 8 würde man halt sagen. Und da wird er auch gerade erst hochgegangen sein. Also das spricht eigentlich relativ viel dafür. Klar, er hat die X-Bows schon beide gebaut. Aber ansonsten die Queen, ja, auf was die ist, erkennt man gerade gar nicht, wenn ich nicht ganz falsch liege. Oder sehe ich sie vielleicht einfach nicht, weil manchmal ist man total verpeilt. Aber die sollte, glaube ich, gerade pennen. Gucken wir mal. Er hat dabei Hox, Golem, Valkyrie. Also ich würde mal sagen, von Truppen her ist das total Overkill. Aber richtig hart Overkill. Golem vorgeschickt? Klar, warum nicht? Schweinchen von der Seite. King kann noch geraged werden und... Ah, du hast es vergessen. Nee, Blödsinn. Es war der gegnerische King. Sorry, ich nehme alles zurück. Dann hast du natürlich schön weggenascht. Ja, hier schön in Heal gedroppt. Richtig nice. Schweine schön im Heal verbleibend. Auf jeden Fall richtig geil gemacht.
Klar, Jump braucht man bei der Base natürlich nicht. King ist jetzt von dir weg, Queen am Start. Und dadurch, dass du halt nicht mehr die Luftabwehr am Start hast, beziehungsweise der Gegner, kannst du hier richtig schön mit den Loons reingehen. Einwandtutti. So läuft das. Richtig schön weggeschnitzelt, den guten Junge. Schön mit 100%. Cooles Ding. Aber wie gesagt, bei den Truppen hätte ich es auch nicht anders erwartet. Dr. Tooth Fairy, also sprich, ja, Zahnfee, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben hier ein großes Problem. Wir haben eine richtig schlechte Base, aber wir haben immerhin die Adlerartillerie, die man nicht, ja, außer Acht lassen darf. Auf jeden Fall, guck mal, wie die Range ist. Geht so krank ab. Ja, das ist halt wirklich das Problem hier. Und mal gucken, also wir haben aber gute Truppen. Also wir haben richtig gute Truppen. Die Queen ist zwar nicht dabei, aber er hat die Möglichkeit, halt den Earthquake mit dem Earthquake aufzubrechen. Und das ist, denke ich mal, ziemlich nice. Lassen wir uns überraschen. Okay, ich hätte an einer einfacheren Stelle aufgebrochen, um den, um die Adlerartillerie halt wirklich relativ schnell kaputt zu ballern. Weil die ist halt nun mal geladen und jetzt geht die auch gleich los, glaubt mir. Da ist sie. Und die wird dir richtig Schaden zufügen. Ehe du da bist, also ich wäre eher von der anderen Seite gekommen. Klar, hier ist die Mauer offen, aber ehe man da durch ist, Rage vollkommen richtig gedroppt. Jetzt den Frost hinten dran. Auf jeden Fall ein bisschen zu spät gesetzt, weil die Adlerartillerie halt noch schießen konnte. Und jetzt ist die gleich durch. Inferno auf Multi, einwandfrei, gar kein Thema. Aber dann der nächste Inferno auch noch und der untere ist eben auch noch nicht komplett platt. Hier sehen wir, jetzt ist er gleich kaputt. So. Golem ist richtig nice gelaufen, da hast du richtig, richtig schön. Ich meine, wo sollte er sonst hin? Es war das einzige Dev-Gebäude auf jeden Fall. Aber der ist in dem Fall wirklich in, ja, richtig für dich richtig gut gelaufen. Das passt. Die Queen des Gegners lebt noch, gleich nicht mehr. Ich meine, den Loot hast du komplett gezogen, das passt. Also von daher brauchen wir nicht weiter rumheulen. Jetzt hast du noch das Rathaus gesnackt. Einwandfrei. Schön erstmal der Wächter am längsten ausgehalten. Schön auf Null gesetzt, den Gegner. Läuft. Cooles Ding. Wenn überlegt mal, 870 plus Bonus. Nice. Mein Plan greift an. Mal gucken, was mein Plan hat, ob er eventuell auch einen Plan hat von der ganzen Geschichte. Minen und Sammler gehen, passt. Also sind jetzt nicht proppevoll, aber auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall the place to be. Also definitiv das, was halt wirklich jetzt momentan richtig wichtig ist. Ja, Valkyren innen drin. Da hast du als Gegner einfach mal verloren. Valkyren innen drin. Schön den Heal. Einmal komplett durch. Bäm, Junge. Richtig nice. Und dann hast du halt hier echt so das Sahnestückchen, dass die sich halt wirklich noch verteilt haben und draußen halt wirklich noch schön geklärt haben, weil halt draußen wirklich noch die wichtigen Sachen waren. Also besser kann es gar nicht sein. Da sind die Valkyren richtig nice gelaufen. Schön auf Null gesetzt, den Gegner. Und jetzt rennt dir die Zeit weg. Ja. Passt aber auf jeden Fall. Richtig nice Fight. Richtig schöner Loot. So wollen wir es sehen, würde ich sagen. Hier haut der Auswahlchef nochmal raus. Schön gebartscht mit Minions in Verbindung. Alter, ich weiß ja schon mal, wo ich jetzt mich in der nächsten Zeit aufhalte. Also Kristall scheint wohl the place to be zu sein, auf jeden Fall. Weil die Fights sind relativ aktuell, also beziehungsweise heute haben wir den 20.06. Ich will ja hier nicht zu viel so hin und her schieben, klar. Also 20.06. würde ich mal sagen, Kristall läuft.
So, wir haben noch die Queen, wir haben noch ein paar Barbaren. Ganz genau, hier richtig gut. Hier eventuell, aber dann lieber den auf jeden Fall, der ist schön gemaxt. Dann kann man da nochmal richtig was holen. Und ich denke, das lässt dir dich auch nicht entgehen. Cooles Ding. Cooles Ding, guter Loot, auf jeden Fall. Und hier haben wir noch einen richtig geilen Fight von leichte Beute. Schauen wir uns das mal an. Also ihr habt ja jetzt wirklich wieder richtig fett Loot am Start, würde ich sagen. In Gold 2. Hat sogar, also die Base, man hätte es jetzt echt nicht gedacht, aber ich hätte gedacht, gut, okay, X-Bows sind leer, okay, der ist inaktiv, fertig. Und dann hast du auf einmal doch noch eine CB drinne und denkst dir dann, oh, scheiße, warum habe ich ihn denn von der Seite angegriffen? Dann hätte ich mir das ja noch ein bisschen Zeit gelassen und die CB eventuell erst später rausgefordert. Aber so ist das Leben. Man muss es nehmen, wie es kommt, und dann passt das. Schon mal 500 insgesamt. Passt. Ist so richtig, dass du erstmal hier gesagt hast, hier, bevor man dann hier rumkämpft erstmal und dann am Ende doch nichts reißt, vollkommen richtig, das, was du kriegen kannst, holst du dir und dann passt das. Schön Rathaus gesnackt mit der Queen und die Queen sollte sich sogar noch das Dunkle holen, wenn du Glück hast. Ha, schade, ist doof gelaufen. Hätte klappen können, aber easy going. Läuft. Excelsior haut raus. Schön die Riesen gedroppt, aber schnell danach, genau, schnell danach gleich aktiv werden, weil die Riesen hier, ihr seht es hier oben, der Riese ist gar nicht mehr lange aktiv und dann schon die anderen Truppen. Also da hast du dir ein bisschen zu viel Zeit gelassen, da hättest du noch ein bisschen effektiver arbeiten können, aber nichtsdestotrotz, geile Leistung, also beziehungsweise schön, dass du den Gegner gefunden hast. Der Rest war nicht so schwer. Aber ist natürlich richtig geil, so ein Loot zu finden. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, was der Firestorm hier abliefern will. Ist mal ordentlich hart mit Riesen am Start gewesen. Und dann aber auch gleich die anderen Truppen gedroppt. Wobei die Riesen ein bisschen doof gelaufen sind. Das hast du dir garantiert auch anders vorgestellt. Sonst hättest du den Jump da nicht geplaced. Aber der King macht sein Ding und rennt durch den Ring und dann passt das. Aber wie gesagt, da hast du garantiert nicht so mit gerechnet. Du hast noch ein Skelett-Spell bei, okay. Schauen wir mal, ob du den noch verwenden wirst. King hält so abartig viel aus, weil die Teslas sind da einfach unterlevelt in dem Bereich gegen den 34er King. Keinerlei Chance, keinerlei Chance. Jetzt laufen die Riesen richtig nice. Der Magierturm kann da gar nichts gegen an. Und da können die Bogis hier richtig schön Gas geben. Und King macht das Ding zu. Richtig schön. Und den Skelett-Spell nicht verwendet. Passt ja. Richtig nice Loot. Richtig nice. Also ich mache wirklich irgendwas falsch. Also Auswahlchef, du hast richtig, richtig stark Loot am Start. Das geht ja gar nicht bei dir hier. Ah, okay, war garantiert nicht so geplant. Du wolltest garantiert einen Queen Walk machen und dann natürlich, ja, das Problem, was jeder kennt. Eine Truppe, die relativ viel Death auf sich nimmt, hat halt Schaden. Die Heiler sagen sich, hey, cool. Ich heile mal einfach den Golem und da kannst du dir natürlich richtig, richtig den Sack abbrechen. Richtig cooles Ding hier. Na ja, und die Schweine sind natürlich richtig geil am Start hier. Die sind hier richtig schön am Riden. Das läuft. Alter Verwalter. Richtig Loot gemacht. Oh, cooles Ding. Also richtig schön freue ich mich halt wirklich, dass halt wirklich gutes Zeug gepostet wurde. Moritz. Moritz mit Bartsch, aber fettem Bartsch auf jeden Fall. Da freut man sich halt echt, dass kein Update rauskam. Da freut man sich halt mal richtig, dass kein Update rauskam. Weil solch ein Loot
richtig krass. Du bist mindestens Level, also Town Hall 8, weil du halt den King auf 6 hast. Bei Level 7 wäre es halt nur bis 5 gegangen. Und höher kannst du auch nicht sein, weil sonst hättest du bei einem Town Hall 8er nicht diesen Loot bekommen. Richtig geil. Also ich würde mal sagen, der war auch maxed out 8. Ich habe jetzt gerade nicht auf seinen King geachtet, aber ich denke mal, der wird auch 10 sein. Und ja, der wird... Was wird der gemacht haben? Ich bin gerade am überlegen, weil effektiv war er ja so weit ausgebaut. Naja, vielleicht hat er sich gesagt, gut, okay, komm, ich bin in einem CW-Clan zum Beispiel und will halt in Town Hall 8 bleiben. Mir ist der Loot egal. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil das würde ich ansonsten als Maxed Out 8 bezeichnen. Wenn ich nicht ganz falsch bin. Plenard schreibt, so wenig Truppen, so viel Loot. Das ist immer richtig gut, auf jeden Fall. Also wenn man wirklich merkt, diese Konstellation, Truppenaufwand bzw. Ressourcenaufwand und Ressourcen, die ich bekommen habe, mega geil, wenn ich genau sehe, richtig, richtig cool. Ich habe hier nicht irgendwie großartig Go Wipe gemacht, aber selbst bei Go Wipe freut man sich ja, oh cool, hat sich dann trotzdem gelohnt, obwohl man halt eben so viel für die Truppen ausgegeben hat, aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wenig Truppenkosten und richtig Ressourcen. Kann man natürlich auch nur haben, wenn halt wirklich Minen und Sammler draußen stehen und halt wirklich alles in Minen und Sammlern ist. Dann kann man sowas nehmen. Und hast noch ein Schild gegönnt? Ich denke mal schon, sonst würde die Zeit... Nee. Da hat der Nächste kein Glück gehabt. Aber 1,2 Millionen. Richtig nice mit den Truppen. Richtig geil. Daumen nach oben. Das soll es auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Vielen, vielen Dank für eure Einsendungen in diesem Clan. Ich guck nochmal, ich zeige euch nochmal kurz den Clan-Hashtag, dass ihr wisst, was los ist. Hier habt ihr den Clan-Hashtag. Viel Spaß damit. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.